Hallo und herzlich willkommen in meinem Musikzimmer. Wir spielen jetzt miteinander Lang, lang ist's her. Kommt her an die Tasten. Hier liegt das C1. Das Lied hat in der ersten Zeile, wenn ihr schaut, mehr Töne als Tasten. In der rechten Hand spiele ich C, C, D. Und um dieses A zu spielen, muss ich mir was überlegen, da ich ja nur 5 Finger habe. Es ist auf dem Klavier ziemlich einfach, auf einer Note einen anderen Finger zu nehmen. Ich komme im dritten an, wechsle auf den zweiten, dann reichen mir die Finger. Nochmal. 1, 1, 2, 3. Ich wechsle auf dem gleichen Ton auf den zweiten Finger. Und in der zweiten Zeile wechsle ich wieder zurück in meine C-Grundstellung. In der dritten Zeile ist es fast gleich wie in der ersten. Nein, es ist total gleich. C. Wechsel auf den zweiten. 2, 3, 4. 5, 4, 2. Und in der letzten Zeile wechsle ich zurück auf den kleinen Finger in die C-Grundstellung. Akkorden in halben Noten. Beim ersten Mal klopfen wir sie 1, 2, 3, 4, macht mit und klopft weiter. Ich spiele die rechte Hand. Der Haltebogen verbindet die letzte ganze Note über 2 Takte. Ihr spielt jetzt die Zweierakkorde. Ich rufe sie euch zu, C- oder G-Akkord. Ich selbst spiele die rechte Hand und klopfe den Takt mit. Seid ihr bereit? Linke Hand auf C, G. 1, 2, 3 und C-Akkord. Drückt einmal den Pausenknopf, spielt die Zweitonakkorde ein paar Mal für euch allein und drückt oft weiter, wenn ihr bereit seid, mit beiden Händen zu spielen. So, wir machen das Ganze etwas langsamer. Die rechte Hand auf dem C, die linke Hand spielt den Zweierakkord mit den Tönen C und G. 1, 2, 3, 4. Rechts.
rechts geht auf G. Ich sage für heute Tschüss, bis zur nächsten Musikstunde.